Heute ist der 5. Mai, der Europäische Protesttag zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung. Dieser steht heute unter dem Motto Weg mit den Barrieren. Was ist eigentlich meine persönliche Barriere und wie können wir diese gemeinsam abbauen? Das und mehr erfahrt ihr heute bei Reset. Wenn es um Menschen mit Behinderung und die damit verbundene Inklusion geht, gibt es viel zu diskutieren. Probleme über Probleme, Fragen über Fragen und Sorgen über Sorgen. Ich mache es ganz einfach. Für mich ist das größte Problem, das wir haben, die fehlerhafte Kommunikation miteinander. Richtig gehört, miteinander. Oft wird von beiden Seiten übereinander gesprochen und sich beschwert und sich Sorgen gemacht, wie es weitergehen soll, aber es wird selten miteinander gesprochen. Damit möchte ich keinen persönlich angreifen, denn sowohl, und das ist leider der häufigere Fall, Menschen ohne Behinderung hören Menschen mit Behinderung einfach nicht richtig zu, beziehungsweise respektieren sie nicht und nehmen nicht wahr, was sie zeigen oder sagen wollen, als auch in seltenen Fällen Menschen mit Behinderung einfach zu sehr getroffen sind von dem, was Menschen ohne Behinderung über sie sagen, und einfach nicht die Dinge richtig stellen. Es gibt viele Situationen, wo ich gemerkt habe, dass es sinnvoll wäre, miteinander zu reden und sich nicht darüber aufzuregen, sondern einfach aufzuklären. Nämlich wenn Fragen gestellt werden und wenn vielleicht auch falsche Behauptungen aufgestellt werden, diese energisch, aber dennoch friedvoll richtig zu stellen und einfach zu sagen, was der Fall ist. Wichtig ist, dass wir miteinander kommunizieren, dass wir zeigen, dass wir da sind, dass wir zeigen, was wir können und was wir wollen und wie wir denn leben, dass wir uns sichtbar machen und dass wir kommunizieren. Denn kommunizieren kann man auf verschiedenen Arten und Weisen, durch Musik, Kunst, Video oder eben einfach durch Sprache im Allgemeinen. Einfach ein Zeichen setzen, kommunizieren, denn durch Kommunikation kann vieles entstehen, was in der Folge mehr Auswirkung hat auf ein gutes Miteinander, auf eine gute Inklusion. Kommunikation heißt respektieren, zuhören und akzeptieren. Sowohl von Menschen mit Behinderung als auch von Menschen ohne Behinderung. Diese beiden Parteien müssen eine werden. Die neue Norm sollte sein, dass wir eine gemischte Gesellschaft sind und somit eine neue Normalität entsteht, nämlich eine inklusive Normalität. Habt ihr euch schon mal gefragt, was eigentlich genau normal und unnormal ist? Genauso eine Frage, die man kommunizieren sollte. Was ist für euch normal und was ist unnormal? Gibt es das überhaupt? Ich habe sehr viele positive Erfahrungen mit richtiger, ruhiger und konstruktiver Kommunikation gemacht. Nicht nur Menschen mit Behinderung machen Fehler, und das passiert leider auch, wie schon gesagt, sondern auch Menschen ohne Behinderung machen Fehler. Das ist ganz normal. Man muss diese Menschen nur, ja, zu sich holen, mit ihnen kommunizieren und sagen, halt, stopp, das stimmt so nicht, hör mir zu und akzeptiere mich. Und wenn dieser Mensch nicht mit einem kommunizieren möchte, dann muss man eben anders kommunizieren, lautstark sein, zum Beispiel durch Musik, Kunst oder andere Zeichen. Laut sein, dafür kämpfen, dass wir da sind und kommunizieren. Denn kommunizieren kann man auf viele Arten und Weisen. Menschen mit Behinderung sollten mehr kommunizieren, das tun wir auch gerade an diesem Tag. Menschen ohne Behinderung sollten auch mehr kommunizieren. Und Menschen ohne Behinderung sollten vor allem uns eine Chance geben, richtig kommunizieren zu dürfen, beziehungsweise richtig dafür zu sorgen und zu zeigen, dass wir da sind und was wir können. Akzeptiert uns, respektiert uns und gibt uns eine Chance, uns darzustellen und uns zu zeigen und zu zeigen, dass wir ganz normale Menschen sind. Denn für mich existiert diese Normalität nicht. Es gibt eine gemischte Gesellschaft, es gibt Menschen mit und es gibt Menschen ohne Behinderung. Das ist gleichermaßen normal. Das war mein Beitrag zum Europäischen Protesttag zur Gleichstellung für Menschen mit Behinderung. Was ist eure Barriere? Unter dem Motto steht dieser Protesttag, weg mit den Barrieren. Was ist eure Barriere und
Was habt ihr für Erfahrungen mit der Kommunikation gemacht? Was sagt ihr zu diesem Video? Habe ich falsch kommuniziert oder habe ich richtig darüber gesprochen? Sagt ihr, so einfach kann man das nicht sagen, oder seid ihr damit größtenteils einverstanden? Schreibt mir eure Meinung und schreibt mir eure Barrieren und eure Kommunikationserfahrungen gerne in die Kommentare. Teilt dieses Video, wenn es euch gefallen hat. Wir sehen uns beim nächsten Mal bei Luis Espa. Bis zum nächsten Mal, also ciao.